Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans, was für ein aufregender Mexiko-Grand Prix mit vielen Szenen, die es zu analysieren gibt, viel Gesprächsstoff. Wir müssen natürlich mit Max Verstappen gegen Lando Norris beginnen. Es kam, wie es kommen musste, die beiden sind mal wieder aufeinander getroffen. In Runde 10 war es soweit, nachdem Verstappen Sainz vorbeilassen musste nach einem tollen Start erstmal. Aber das Feld hat sich dann sortiert, man hat gesehen, Verstappen hat die Pace nicht und das hat auch Norris gesehen, der hat seine Chance gewittert, der wollte sofort vorbei. Wollte da vorne Sainz nicht ziehen lassen, hat es in Kurve 4 außenrum probiert. Ja, und dann hat Verstappen mal wieder stehen lassen, hat Norris abgedrängt. Norris hat erstmal abgekürzt, hat sich sogar erstmal kurzzeitig vor Sainz einsortiert, hat dann den Spanier wieder vorbeigelassen, Verstappen aber nicht. Und dann kam in Kurve 7 die Revanche von Verstappen, hat einfach innen stehen lassen, beide von der Strecke abgekommen und Verstappen ist aber vorne geblieben. Nicht lange. Die Stewards haben das Ganze angesehen und haben relativ schnell entschieden. 2x10 Sekunden Strafe für Verstappen. Einmal für Abdrängen in Kurve 4 und einmal für Strecke verlassen und dabei einen Vorteil erschleichen. Die Reaktionen, die waren naturgemäß gemischt. Lando Norris meinte nach dem Rennen, naja, das war unfair, was Max Verstappen da gemacht hat. Also er hat nichts gegen hartes Racing, wie in Österreich zum Beispiel, aber das war einfach unfair. Max Verstappen, der wollte sich zu den Szenen gar nicht richtig äußern. Man hatte fast das Gefühl, er wusste selbst, dass das nicht ganz okay war. Er war selbst nicht stolz drauf. Er meinte, naja, die Tatsache, dass ich überhaupt in solche Situationen komme, liegt einfach nur daran, dass mein Auto zu langsam ist. Aber zu den Szenen selbst, da wollte er keine Stellung nehmen. McLaren-Teamchef Andreas Stella hingegen schon. Er hat sich ja in Austin über die Auslegung der Regeln beschwert. Jetzt sagt er, es war ein guter Tag für die Formel 1, dass man da hart durchgegriffen hat und Verstappen mit 2x10 Sekunden Strafe belegt hat. Christian Horner, der Red Bull-Teamchef, der sah das naturgemäß anders. Und der kam zu seiner Presserunde dann mit ausgedruckten Telemetriedaten und wollte uns zeigen, wieso das falsch war. In Kurve 4, ja, da hat Lando Norris mit reichlich Überschuss außen überholt. Die Stewards haben ja festgestellt in dem Urteil, Norris hätte die Kurve wohl bekommen, wenn er nicht von Verstappen abgedrängt worden wäre. Das hat Horner eben anders gesehen. Er hat uns ein Overlay gezeigt, hat da die schnellste Runde von Norris genommen am Ende des Rennens mit 80 Kilogramm weniger Benzin und eben die strittige Szene und meinte, naja, er war schneller in diesem Moment als dann später auf seiner schnellsten Runde. Der hätte diese Kurve niemals bekommen. Dem muss man natürlich entgegenhalten. Er hatte zum einen Windschatten, zum anderen DRS, das hatte er auf seiner schnellsten Runde nicht. Und er ist natürlich auch eine ganz andere Linie außen gefahren. Also deswegen hat er da so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, Christian Horner an der Stelle. Er wollte aber diesen Turn 4 Incident unbedingt anführen, weil er gesagt hat, das war dann maßgeblich dafür, dass Verstappen das in Kurve 7 gemacht hat, weil das war komplett unstrittig. Also das hat auch der Red Bull Teamchef eingesehen. Und er sagt, das war dann eine Trotzreaktion, weil Norris eben die Position nicht hergegeben hat, dann hat sie sich eben Verstappen so geholt. Also ich glaube mal, man kann gut damit leben, mit den Strafen der Stewards insgesamt im Formel-1-Fahrerlager. Wir haben gestern ja schon gesagt, die FIA steckt ein bisschen im Dilemma. Legt man die Regeln jetzt anders aus, weil eigentlich fordern es ja alle, aber man will die Regeln dann nicht ändern, deswegen könnte man es einfach nur anders auslegen. Wurde das jetzt gemacht im Vergleich zu Austin? Denn Dr. Helmut Marko zum Beispiel hat gesagt, naja, 5 Sekunden hätten vielleicht auch gereicht. Die Stewards sagen, die Regeln wurden eigentlich gar nicht anders ausgelegt. 10 Sekunden ist für solche Vergehen die Standardstrafe. In Austin haben wir viele 5-Sekunden Strafen gesehen, aber da gab es dann immer mildernde Umstände. Die gab es in dem Fall nicht und deswegen dann die klassischen 10-Sekunden Strafen. Christian Horner sagt, ja, aber wenn man das jetzt immer so auslegt, dann kann man ja immer außen überholen, da muss man da einfach nur stehen lassen und schauen, dass man dann am Apex vorne ist. Ganz witzig, weil vor einer Woche war das Ganze noch genau umgekehrt. Da hat er Verstappen stehen lassen und hat geschaut, dass er am Kurvenscheitelpunkt vorne ist. Also es gibt mal wieder viel zu diskutieren. Diese Szene, die wird sicherlich weiter für Furore sorgen und diese beiden Strafen. Dazu gab es noch 2 Penalty Points für Verstappen. Nur für die eine Szene, nur für das Abdrängen, für das von der Strecke abkommen und dabei einen Vorteil holen. Dafür gab es dann keine Strafpunkte mehr. So ist es auch vorgesehen. Man hätte aber das andere sicherlich dann auch, wenn man wollte, als Abdrängen bewerten können. Die Stewards haben gesagt, in dem Fall haben sie es eher anders gesehen. Norris ist am Ende noch 2. geworden, Verstappen dann mit der Strafe nur 6. Die Strafe war das eine, die fehlende Performance, vor allem auf dem harten Reifen, das andere, das sah wieder desolat aus im Renntrim. Man kann sich fragen, hätte Norris ohne die ganze Situation mit Verstappen, die hat ja sein Rennen beeinflusst, vielleicht sogar einen Sieg holen können, dann wäre es für die WM natürlich noch mal ein bisschen spannender geworden. Gut, Verstappen hätte dann die Strafe nicht bekommen, aber insgesamt wäre es für Norris besser gewesen, er hätte gewonnen und Verstappen wäre vielleicht auf 4 vor dem Mercedes ins Ziel gekommen. Aber viel hätte, wäre, wenn. WM-technisch war es spannend und wir haben wieder viel zu diskutieren.
Auch übrigens in Ausgabe Nummer 99 unseres Printmagazins. Da haben wir ja Verstappen gegen Norris direkt gegenübergestellt. Was spricht für den einen im WM-Kampf, was für den anderen? Gleichzeitig die Teams, das Auto, den Teamkollegen. Also unbedingt jetzt bestellen und nachlesen. Ja, Teamkollege Sergio Perez, Heimspiel. Eher Trauerspiel, wie schon am Qualifying-Tag. Es hat katastrophal begonnen. Er hat nicht mal seinen Startplatz richtig gefunden. 5 Sekunden Strafe, weil er zu weit vorgefahren ist. Und dann sah es eigentlich mal ganz okay aus. Er hat einen guten Durchmarsch gemacht nach vorne, bis Liam Lawson kam. Die beiden sind aneinander geraten, haben sich sogar berührt. Sergio Perez hat einen Schaden davon getragen und er hat gesagt, dieser Idiot, und er hat ihn zweimal als Idiot bezeichnet, hat ihn dann später im Rennen noch aufgehalten, als sie nochmal aufeinander getroffen sind. Von Lawson gab es dann den Mittelfinger in Richtung Sergio Perez. Also das war schon Wahnsinn, was da zwischen den beiden abgegangen ist, zwischen zwei Fahrern aus dem Bullenlager. Christian Horner meinte, naja, das zeigt doch, dass wir zwei unterschiedliche Teams sind. Aber natürlich soll das nicht passieren. Perez, der hätte durchaus noch Punkte holen können. So war sein Auto so stark beschädigt, dass bei ihm gar nichts mehr ging. Und am Ende sind die beiden auf den beiden letzten Plätzen ins Ziel gefahren, Lawson und Perez, und haben sich danach nochmal richtig gegeben. Lawson hat sich zwar für den Mittelfinger entschuldigt, hat gemeint, naja, im Eifer des Gefechts sollte nicht passieren und so weiter. Aber Sergio Perez, der hat nochmal nachgelegt, meinte, er hat dass Liam Lawson eine komplett falsche Herangehensweise hat, diese Attitüde, die er zeigt, die passt nicht, wenn man da frisch in die Formel 1 kommt. Letztes Wochenende gegen Alonso, er hört auch nicht auf einen zweifachen Weltmeister, jetzt das. Und wenn das so weitergeht, dann kann das sein, dass es gar nicht weitergeht in der Formel 1 mit Lawson. Aber naja, wer im Glashaus sitzt, sagt man ja immer so schön. Die Performance von Sergio Perez wieder absolut desolat. Und auch die Red Bull-Verantwortlichen haben da ja schon relativ klar angedeutet, dass das vielleicht nicht mehr allzu lange geht. Christian Horner meinte, ja, die wird immer überprüft, die Leistung, muss sich immer beweisen. In Brasilien sitzt er im Cockpit, aber danach haben wir eine Pause, 2 Wochen wieder, bis dann der letzte Tripleheader kommt. Also ich würde nicht allzu viel Geld drauf setzen, dass Sergio Perez diese Saison zu Ende fährt. Auch Dr. Helmut Marko hat gesagt, seine Zukunft ist offen. Also das wäre natürlich schon richtig bitter für ihn, aber irgendwie verständlich bei den aktuellen Performances, die er abliefert. Aber wer kommt dann ins Auto? Yuki Tsunoda. Dessen Rennen hat nicht allzu lange gedauert. Nach dem Fehler gestern hat das Team das Auto wieder fit bekommen. Er musste nicht aus der Boxengasse starten, man konnte den Unterboden reparieren. Aber dann vor Kurve 1 Kollision, das war ein klassischer Racing-Incident, kann man sagen. Albon, Gasly, Tsunoda, da war nicht genügend Platz. Die haben sich verkeilt, für Albon und für Tsunoda schlecht ausgegangen. Beide ausgeschieden, aber einen Schuldigen konnte man da nicht wirklich finden. Tsunoda sagte aber, naja, hätte ich mich dort qualifiziert, wo ich mich hätte qualifizieren sollen, dann wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Ganz Unrecht hat er damit nicht. Liam Lawson, der könnte ja Perez ersetzen. Das wäre schon irgendwie ironisch nach diesem Rennen. Der hatte nochmal ein kleines Get-Together mit Franco Colapinto. Da allerdings hat Colapinto die Strafe bekommen, plus 10 Sekunden für ihn. Ich finde, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Die Stewards haben gesagt, ja, Colapinto beim Überholversuch erstmal außen vorbei und dann hat er die Kollision verursacht. Ich finde, das hätte man vielleicht laufen lassen können. Oder naja, aber am Ende war es für Colapinto und für Lawson egal. Trotzdem, im Red Bull-Lager, da ist einiges am Dampf drinnen. Bei Ferrari hingegen Friede, Freude, Eierkuchen. Carlos Sainz hat es tatsächlich geschafft. Souveräner Sieg, sensationelle Leistung von ihm am ganzen Wochenende. Charles Leclerc wurde dann aber nur Dritter, denn er hat einen Fehler gemacht, hat sich dann noch von Lando Norris überholen lassen. Der Fehler, der war, boah, da haben wir mal die Luft angehalten. Code Brown, wie man so schön sagt. Also, dass er das Auto dann noch auf der Strecke gehalten hat in Peraltada, Wahnsinn. Aber hat die Position gegen Lando Norris verloren. Bei Ferrari ist man sauer, man sagt, die blauen Flaggen, die Fahrer haben nicht richtig Platz gemacht, nur deswegen hat Leclerc diese Position überhaupt verloren. Leclerc selbst sagt, naja, die Pace war nicht so toll, also der Teamchef hat das mehr mit den blauen Flaggen angeführt. Bei McLaren sagt man, nein, unsere Performance, die war einfach am Rennende wieder richtig gut, Bedingungen haben gepasst. Man hat es ja schon öfter gesehen, der McLaren geht mit den Reifen richtig gut um, vor allem Rennende, wenn das Auto leicht ist, ist man noch richtig flott mit dabei. Und deswegen also nur 1 und 3 für Ferrari statt 1 und 2, aber man hat in der Konstrukteurs-WM Red Bull überholt, man ist in der Konstrukteurs-WM deutlich näher rangekommen an McLaren. Also Konstrukteurs-WM spannend, Fahrer-WM spannend. Wir haben noch 4 Rennen, 29 Punkte in der Konstrukteurs-WM zwischen Ferrari und McLaren, 47 Punkte zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Wir haben noch Sprints, wir haben Red Bull, das in Problemen ist, performance-technisch. Also es ist angerichtet für einen sensationellen Schlussspurt im Finale und es ist auch angerichtet für die nächste Ausgabe unseres AVD Motorsportmagazins mit Christian Danner. Ihr könnt alles fragen, natürlich nicht nur Verstappen gegen Norris, das werden wir sowieso behandeln, das Thema mit unserem Experten. Also alles, was euch irgendwie am Herzen liegt, Hashtag AskAVD und mit ein bisschen Glück wird eure Frage beantwortet.